Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der B253 zwischen Löhlbach und Deinrode im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein 66-jähriger Mann aus Frankenberg mit seinem Mazda auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen, der von einem 48-jährigen Mann aus Hungen gelenkt wurde. Beide Fahrer wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Es war erstmal ein Bild, ein Grauen, zwei Autos waren zerstört, mit zwei Personen eingeklemmt, in jedem Auto eine Person. Die haben wir dann mit hydraulischen Rettungsgeräten sehr langsam auch befreien können. Es war schwierig, weil die Autos so verformt waren, dass wir also nicht richtig dran konnten. Wir haben also lange gebraucht, bis wir die Personen daraus hatten. In dem Mazda befand sich auch die 64-jährige Ehefrau, die bei dem Unfall nur leichte Verletzungen davontrug. Der Ehemann wurde nach einer ärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christoph 7 in eine Klinik nach Kassel geflogen. Jedoch waren seine Verletzungen so schwer, dass er noch am Nachmittag im Krankenhaus verstarb. Der 48-jährige Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft Kassel ein Gutachter angefordert. Zum Einsatz kamen die Feuerwehren Löhlbach, Deinrode und Frankenau mit insgesamt 35 Einsatzkräften. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 17.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste für rund 2 Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Behinderungen.